Heute geht es weiter nach Costa Rica. Wir sind gerade am Flughafen von Miami. Gerade ging es noch durch die Sicherheitskontrolle. Die waren alle erstaunlich freundlich und relaxed. Da waren schon die Mitarbeiter von unserer Airline gestresster heute. Und jetzt müssen wir gucken, ob wir unser Gate finden. Und da vorne sind sehr viele Rolltreppen. Ich glaube, es ist ein gutes Stück zu laufen. Ich habe eine Karte gefunden. Wir sind da. Das ist da. Und wir sind inzwischen gewohnt, wie die Entfernungen in den USA sind. Lang und gerade. Jetzt sind wir gerade aus dem Flughafen rausgekommen. Die Einreise war recht unkompliziert. Unser Weiterreiseticket hatten sie ja bereits in den USA kontrolliert, wollten sie hier gar nicht nochmal. Auch sonst kamen irgendwie nicht viele Fragen. Koffer wurden geröntgt, jetzt sind wir raus. Und hier kam uns jetzt gleich ein ganzer Schwall Taxifahrer entgegen, die uns alle ein Taxi andrehen wollen und alle fragen, welches Hotel Shuttle wir denn haben. Und ja, das dauert ja noch ewig, da können wir ein Taxi in der Zwischenzeit nehmen. Nee, wir stehen jetzt hier und warten darauf, dass wir abgeholt werden und sind gespannt auf das Land. Das sind alles Taxifahrer, also man hat freie Wahl. Da es bei uns über dem Landweg weitergeht, haben wir noch gar kein Ticket gebucht. Um es ein bisschen einfach zu machen, sind wir mit einem Best-Onboard-Ticket eingereist. Das ist eines von vielen Möglichkeiten, die man hat, sich mal ein Flugticket zu leihen, das halt dann nur für den Tag der Einreise gültig ist. So, wir sind gestern ja in San Jose angekommen, in Costa Rica, und wir haben ein relativ günstiges, relativ hochwertiges Hotel gefunden. Wir sind jetzt auf so einer Premium-Etage mit Snacks den ganzen Tag kostenlos und kostenlos Getränke. Und wir haben es gestern Abend und gestern Mittag schon hier kostenlos durchgefuttert. Und wir sind jetzt gespannt, wie das Frühstück ist, weil man braucht da sogar so einen Voucher. Und wenn das nur annähernd so cool ist wie dieses Buffet, was wir da sowieso den ganzen Tag kostenlos zur Verfügung gestellt haben, dann brauche ich, glaube ich, heute noch einen Schwertransporter, um nach San Jose in die Stadt zu kommen. Also es ist echt ein cooles Hotel mit Pool, Sauna, Whirlpool, Fitnessstudio, und es kostet halt echt nur 70 Euro die Nacht für ein 5-Sterne-Hotel, echt relativ günstig und geil. Wir gehen jetzt Richtung Innenstadt von San Jose und schauen uns die mal an. Gerade stehen wir allerdings vor der Hauptstraße und wissen noch nicht genau, wie wir drüber kommen. Ja, ihr hört richtig, wir gehen auch aus dem All-You-Can-Eat-Hotel raus. Fällt uns zwar echt schwer, aber wir wären nicht wir, wenn wir nicht irgendwie gucken würden, was es hier so gibt, ne? Ich sehe schon, das führt zu gewissen Komplexitäten hier. Wir haben gerade ein blödes Problem. Wir kommen nicht über diese Straße. Keine Ahnung, wie man da rüberkommt. Ja, das ist jetzt gerade so ein bisschen blöd. Weil irgendwie ist sau viel Verkehr und die rasen hier ziemlich. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das lösen hier. Über die Straße sind wir jetzt nicht rübergekommen. Jetzt haben wir eine Brücke gefunden. Hier sieht man recht gut, dass Costa Rica sehr dschungelig liegt, ja. Hier einmal Häuser und Dschungel. Hier einmal das Pizza Hut-Schild. Und hier die Autobahn. Wir haben jetzt die Autobahn überquert, indem wir über eine andere Autobahn, über die Autobahn gegangen sind. Über die Autobahnbrücke sind wir über die Autobahn. Für Fußgänger gibt es hier nichts. Also, für einen Weg von ungefähr 500 Metern
sind wir jetzt 2,5 Kilometer gelaufen, über eine Straße drüber, an der Autobahn entlang. Froh sind wir, dass wir uns nicht zusammengefahren haben. Also die Angabe Fußweite in unserer Hotelbroschüre ist eine ähnliche Aussage wie Lichtjahre. Das ist zwar eine Entfernung, mit der man was anfangen kann, aber es heißt nicht wirklich, dass Licht da durch kann. Jetzt sind wir gerade beim Stadion von San Jose. Schaut echt cool aus mit dem Panorama der Berge und ja, super, super schön. Hier hat schon länger nicht mehr geregnet. Das liegt daran, dass im März einer der trockensten Monate ist und wir sind ja jetzt hier Anfang April, also in San Jose ist relativ trocken. Ich zeige euch mal den Rasen. Björn, das ist wieder was für dich. Der schöne Rasen, der ist hier nicht so schön. Wie man sieht, ist es schon sehr trocken. Es ist fast schon, ja, staubig. Auch Costa Rica so wahnsinnig äquatornah, gibt es hier eigentlich nur zwei Jahreszeiten. Und zwar die Regenzeit und die Trockenzeit. Die Regenzeit ist eher so, wenn in Deutschland der Sommer und der Herbst ist, während die Trockenzeit im deutschen Winter und deutschen Frühling ist. Jetzt haben wir gerade deutschen Frühling, entsprechend das ist das Ende der Trockenzeit. Gerade ist alles so richtig trocken. In ein paar Monaten geht hier der Regen nicht. Wenn man so durch San Jose marschiert, sieht man relativ viel Parallelen zu Mexiko. Allerdings sind die Bauten etwas anders und es ist saulaut. So, wir nähern uns dem Zentrum. Hier ist jetzt auch schon wesentlich mehr los. Es gibt Gehwege. Es gibt auch Gehwege jetzt, ja, und ohne Löcher. Also man kann auch auf den Gehweg gehen. Recht belebt hier. Jetzt sind wir quasi im Zentrum von San Jose. Das ist jetzt so eine halbe Fußgängerzone, nichts Ganzes und nichts Halbes. Und ja, es erinnert von der Lautstärke schon sehr an Mexiko. Überall Schreier und so. Ganz typisch. Wir haben jetzt gerade neue SIM-Karten gekauft, weil wir eigentlich schon guatemaltekische SIM-Karten hatten von Claro, die auch hier funktionieren sollten. Meine hat irgendwie in den USA schon nicht mehr funktioniert. Max hat es noch gar nicht mehr versucht, noch mal aufzuladen. Leider konnten die uns hier im Laden jetzt auch nicht so wirklich weiterhelfen, weil die Unternehmen doch weiter getrennt sind, als der Name vermuten lässt. Und jetzt haben wir halt neue. Aber 2,5 GB für 15 Tage kosten hier gigantische 10 Dollar. Also alles noch im Rahmen. Und jetzt laufen wir ein bisschen weiter. Was in der Innenstadt auffällt, ist, dass es hier wirklich, wirklich viel McDonald's gibt. McDonald's ist in Costa Rica anscheinend das, was KFC in Jamaika war, scheint sehr beliebt zu sein. Ist auch gut besucht. Ja, scheinen sie zu mögen. Hola! Als kleine Info für euch, in Costa Rica begrüßt man sich nicht mit Hola oder wie es in anderen spanischen Gegenden üblich ist mit Buenos Dias. Hier sagt man Pura Vida, das pure Leben. Und was hier auch ganz viel verkauft wird, sind Lose. Man findet an jeder Straßenecke irgendwelche Losverkäufer. Das ist sowas wie Lotto hier, jeder spielt es irgendwie. Ist anscheinend recht populär. Wir sind jetzt vom Nationaltheater in San Jose. Das ist wirklich so ein Gebäude, das richtig schön hervorsticht. Hier ist auch so ein Platz vorne rum, wie man sieht.
Hier hatten wir dann auch Platz, sich einfach hinzusetzen. Das ist Martina, die gerade im Weg steht. Hier sind brutal viele Tauben und ich wäre fast gerade auf eine draufgestiegen. Die gehen echt nicht weg. Also das habe ich auch noch nie erlebt. Also die Tauben sind hier eher... nicht so gut beieinander. Ja, die sind aggressiv, Agrotauben. Und das ist der Platz. Das sind ganz viele Menschen, die durch die Stadt gehen. Und hier ist wieder so einer Mackie. Ja, der letzte war vor ungefähr 200 Metern. Hier ist gerade ein Typ durch die Fußgängerzone, der hat eine Kiste auf dem Kopf und auf dieser Kiste saß ein Gockel. Ich meine, wir sind gewohnt, dass die Hühner überall rumrennen. Auf den Inseln hatten wir das ja dauernd. Aber auf Köpfen ist neu. In ganz San Jose sind so viele Tauben, deswegen ist die ganze Straße auch immer ziemlich voller Taubendreck. Das ist ziemlich eklig und teilweise schön zugleich. Und wenn man die Dinger füttert hier, dann ist hier Polen offen. Ist jetzt hier die Parallelstraße der größten Einkaufsstraße. Merkt man jetzt nicht unbedingt, dass es nicht die Hauptstraße ist. Man muss dazu sagen, es ist Freitagnachmittag und die Leute haben jetzt halt dann auch langsam Wochenende und dann geht man halt in die Stadt zum Shoppen und zum Chillen. Das ist mal ein richtig cooler Obstladen. Hallo, hier wird gerade ein neuer Hotspot eingerichtet. Costa Rica oder San Jose geht jetzt dann auch mobil. Gratis Wi-Fi? Gratis Wi-Fi für den Platz hier, ne? Wir suchen uns jetzt auch gleich das Busterminal aus, dass wir nach La Fortuna kommen. Weil hier in Costa Rica kann man irgendwie keine Bustickets online bestellen. Das haben sie irgendwie noch nicht so drauf, die Digitalisierung. Deswegen müssen wir das jetzt auch ganz analog machen. Aber das Busterminal ist hier auch spannend, weil es ist auf der anderen Seite total groß angeschrieben und hier ist der Eingang einfach voll mini markiert. Also würde ich jetzt den Bus fahren, würde ich es finden, aber als Fußgänger kann man auch dran vorbeilaufen. Das ist sogar ziemlich groß hier und hier gibt es irgendwo die Tickets. Gucken wir mal, ob wir die finden. Hier gibt es die Tickets. Da besorgen wir uns jetzt gleich eins. Wir fahren jetzt mit dem Taxi zurück zum Hotel mit Taximeter. Ganz wichtig, rote Taxis sind die offiziellen Taxis. Daran sollte man sich auch halten. Und erzähl mal, Martina, von unserem Erfolg mit dem Bus. Ja, also wir haben die Busstation gefunden. Darauf sind wir schon sehr stolz. Das Problem ist, dass auf der Strecke gerade Road Maintenance ist. Also sprich eine Straßenbaustelle, wo die Straße fast den ganzen Tag gesperrt ist. Und es geht jetzt statt 3 oder 4 Bussen, geht nur einer. Und das Ticket können wir auch noch nicht jetzt erwerben, sondern erst eine Stunde vorher. Sprich, wir müssen dann übermorgen um 7 am Busbahnhof sein, wenn wir damit fahren wollen. Das ist geil. Also, wir sind jetzt wieder zurück von unserer Tagestour hier in San Jose. Wir sind jetzt mit dem Taxi zurückgefahren, weil wir doch ziemlich weit weg waren. Er meinte, ja, kostet ungefähr 3000 Colones. Gezahlt haben wir jetzt dann 7200. Auch mit Taximeter. Also, verlasst euch nicht auf die Aussagen der Taxifahrer. Auch wenn es ein offizielles Taxi ist. Nächstes Mal nehme ich über. Das war jetzt ein Test. Test durchgefallen. Nächstes Mal über.